Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Bevor ich heute euch zeige, was ich heute gemacht habe oder gebacken habe, möchte ich mich gerne bedanken bei meiner Zuschauerin aus Österreich für ihr Paket. Das Paket bestand aus Leckereien aus Österreich, aus ihrer oder mehreren Regionen. Und dann hat sie auch noch ein Buch dazu gelegt. Das Buch ist von Anna Weidinger und es ist geschrieben mit Hand, so handgeschriebenes Buch. Erstmal habe ich das Buch durchgeschaut, weil ich könnte nicht alles so richtig erstmal lesen, aber ich habe mich reingelesen und besonders bei den Zutaten, da habe ich mir dann schon ein bisschen gegoogelt, bin mit Google Übersetzer mir manche Sachen übersetzt. Was zum Beispiel Maizena heißt, das ist Maisstärke. Oder zum Beispiel Gramm, das sind die Dag. Ein Dag ist 10 Gramm. Das habe ich mir jetzt alles übersetzt, dass ich diese Rezepte besser verstehen kann. Und fange heute mit dem ersten Rezept, weil es mir wirklich so angetan. Und ich habe gedacht, heute zum Abendbrot passt richtig gut. Das ist das Knoblauchbrot, aber nicht so richtig wie ein Brot, sondern so ein gerolltes Brot. So sieht es aus. Richtig schön weich, locker. Es ist noch lauwarm und ich freue mich richtig, ein Tisch zu servieren in meiner Familie. Ich bedanke mich, liebe Ingrid, für dein Päckchen. Tolle Sache, was du da mir alles so geschickt hast. Und jetzt werde ich auch mal probieren, dein Apfelspeck mit diesem leckeren Brot, wie das auf Brot es schmeckt. Und die hat wirklich sehr viele tolle Sachen mitgeschickt, wie Kürbisschwarze Öl, echt so köstlich, kann nur empfehlen, das mal ausprobieren. Ich glaube, wenn die Flasche alle wird, dann werde ich hier auch suchen, wo ich das bekomme. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen und natürlich beim diesem Brot backen und ausprobieren, wie es schmeckt. Es schmeckt wunderbar lecker und so locker. Schön mit Knoblauch, Butter und Kräutern. Köstlich. Bereiten wir erstmal den Teig. Geben wir Wasser, warmes Wasser, ganz bisschen Zucker und oder frische Hefe oder kann man ein Päckchen trockene Hefe nehmen. Verrühren wir es gut. Geben wir dazu Öl, 1 Teelöffel Salz und wenn ihr wisst genau, dass eure Hefe frisch sind, dann müsst ihr die nicht aufgehen, sondern so wie ich gleich Teig zubereiten. Gebe ich erstmal einen Teil von dem Mehl, dann noch. So, und jetzt kann ich die Hand nehmen. Immer nur ein bisschen zugeben und dann merkt ihr, ob ihr komplette Mehl braucht oder nicht. Ich habe mir jetzt 500 Gramm abgewogen und dann schauen wir. So, machen wir den Tisch, weil es ist besser dann zu kneten und kneten wir unseren Teig fertig. Am besten immer die Finger abreiben, dass die sauber sind, dann klebt der Teig an die Hände nicht. So, der Teig klebt noch ein bisschen, dann nehmen wir noch ein bisschen Mehl. Das musst du mit den Händen spüren. Noch ein bisschen. So, nach ein paar Minuten kneten sieht unser Teig so aus. Er etwas klebrig, aber so würde ich ihn auch schon lassen. Von unserem Mehl ist ungefähr 2 Esslöffel übrig geblieben. Die lasse ich dann für später zum Ausrollen. Machen wir in unserer Schüssel ein bisschen Öl und stellen wir unseren Teig zum Gehen. Irgendwo, wo warm ist. Deckel drauf. Der Teig soll sich doppelt vergrößern. Bis unser Teig aufgeht, können wir schon den Kräuterbutter zubereiten. Dafür brauchen wir Butter und Butter soll wirklich relativ sehr weich sein,
dass wir dann besser können, so zu verkneten. Dann brauchen wir so 3-4 Knoblauchzehen, Salz, das können wir gleich schon geben, Pfeffer und dann die Kräuter. Kräuter könnt ihr frisch nehmen, gefroren oder getrocknet. In meinem Fall hier ist der Mix. Dann habe ich hier Petersilie, Schnittlauch, Dill. Nehme ich davon was. So, das wird das reichen. Dann drücken wir aus noch den Knoblauch. Und alles gut verkneten. So, unsere Kräuterbutter haben wir auch fertig. So, unser Teig sieht so aus hier, durch den Fensterchen ist gut aufgegangen und jetzt können wir es weitermachen. Bei mir war es ungefähr 45 Minuten. Holen wir Teig raus und teilen wir ihn ungefähr auf die Hälfte. Das restliche Mehl, was ist noch übrig geblieben, können wir jetzt nutzen zum Ausrollen. Rollen wir so ein Viereck oder Rechteck. Jetzt nehmen wir unsere Butter, teilen ungefähr auf die Hälfte. Eine Hälfte kommt hier rein und andere lassen wir. Und verteilen. Duftet so herrlich nach Knoblauch und nach Kräutern. Hier am Rand lassen wir ein bisschen frei und rollen wir es zusammen. Den Rand hier machen wir ein bisschen zusammen. Hier auch. Und rollen noch ein bisschen. Das Blech habe ich jetzt mit Backpapier belegt und lege es drauf. Und genau das gleiche machen wir mit dem zweiten Teil. Restliche Butter. Decken wir zu. Auch noch ein Küchentuch oben drauf und lassen wir noch 15 oder 20 Minuten aufgehen. So, es sind ungefähr so 18 Minuten vorbei. Schauen wir nach unserem Brot. Ist auch ein bisschen aufgegangen. Den Backofen habe ich schon angemacht zum Vorheizen auf 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober-Unterhitze. Bestreiche nur ein bisschen mit Milch. Und schneiden wir ein bisschen ein. Eventuell kann man noch ein bisschen mit Sesamsamen bestreuen, nur dass es schön aussieht. So, und geht unser Brot jetzt ungefähr so für 30-35 Minuten zum Backen. So, nach 35 Minuten holen wir die raus. Ich habe so 30 Minuten Umluft gemacht. Und dann noch ein paar Minuten habe ich oben Grill angemacht, so ein Umluft und Grill, dass er ein bisschen so eine schöne Kruste bekommt. So, lassen wir jetzt unser Brot auf dem Küchengitter abkühlen lassen. Und dann können wir schon anschneiden und genießen. Eine super Alternative zum Abendbrot. Statt frische Brötchen oder Brot, einfach so ein, fast wie so ein Baguette, so ein rundes Brot zu backen. So, meine Lieben, die Brote sind schon etwas abgekühlt, die sind lauwarm, aber so schön ist es wie bei Brotchen. Und jetzt schneiden wir es auf und schauen, wie es innen drin aussieht. Wie so eine Rolle. Kann man etwas dicker schneiden und schön belegen. Und genießen. Och, das duftet es wahnsinnig. Wie lecker, auch schön weich. Wirklich wie ein Brotchen. Schaut. Lecker.
So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch dieses Rezept gefallen und ihr werdet es nachbacken, ausprobieren. Es ist wirklich wunderbar geworden. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Freue mich natürlich über euren Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiterteilt, bin ich euch auch sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!